see. A stone is not a mountain, but a river runs through me. Heute bin ich hier in der Sierra Almeria und zwar hier am Schauort Fort Bravo. Wir wurden in den 60er und 70er Jahren ganz Italo-West Clint Eastwood und Charles Bronson und wie sie alle heißen, die Kumpels. Muss man sich unbedingt mal reinziehen. Gibt gleich 17.30 Uhr noch eine Western-Show. Das muss ich jetzt nicht haben, aber den Saloon und so, das muss man alles schon mal gesehen haben. Und wenn man mal hier hinter mir sieht, die Berge, wie sie aus der Stadt geritten sind, kann ich mich genau daran erinnern, wie Clint Eastwood hier rausgeritten ist. Das ist schon krass. Und ich mache auch noch ein Special-Video über die Wüste von Tabernas. Also ich bin heute 40 Kilometer gefahren, quer durch die Wüste, über Berge und Täler und habe nicht eine Sau getroffen. Schmale Straße, schön durchs Gebirge. Unglaublich, wer Kurven mag und wer mit sich alleine sein will, um den Kopf frei zu kriegen, der ist natürlich hier genau richtig. Abartig krass, wirklich spektakulär die Kulisse. Und naja, lasst euch überraschen, ich werde das Ding mal zaubern die Tage und dann lade ich es hoch. Eine Scheune hier im Fort Bravo, wo die ganzen Sattel und die ganzen Requisiten ausgestellt sind aus den Filmen, die hier gedreht wurden. Rambo war natürlich nicht dabei, aber da ist er, Mr. Clint Eastwood.
Ritter. Wenn jemand von Spanien spricht und von Mallorca redet, der war noch nie in Andalusien. Der wilde Westen Europas. Unglaubliche Locations hier. Also das findest du sonst nur in Arizona, Utah, in Montana. Aber hier liegt es bei uns vor der Haustür. Wer mit dem Moped unterwegs sein will, der hat hier alles richtig gemacht. Alles richtig gemacht. Keinen Show mehr heute? Na gut, ich habe nichts mehr zu essen gekriegt. Lass du dir es wenigstens schmecken. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend.